Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier gerade neben der lieben Josi und sie ist bei mir mit im Kurs. Und ich sitze hier, weil wir morgen um 6.30 Uhr schon Dienstbeginn haben und Anne sonst sehr früh aufstehen müsste, deswegen schläft sie heute bei mir. Und wir fahren morgen nach um die Einheitshundertschaften beim Training zu unterstützen. Genau, das heißt, wie können wir die unterstützen? Wir werden morgen mehr oder weniger schmückendes Beiwerk sein. Die werden nämlich morgen so eine Art Einsatztraining haben und mal durchspielen, wie sich wer zu verhalten hat in so Großlagen. Versammlungen, Demonstrationen, Hausbesetzungen, alles, was man halt bestenfalls mit vielen Leuten übt. Und wir werden morgen diese vielen Leute sein. So richtig wissen wir gar nicht, was uns erwartet. Aber wir werden sehen und ihr auch. Also würde ich sagen, bis morgen. Genau. Alle Autos sind vorgefahren, es geht los, wir sind nach anderthalb Stunden Busfahrt angekommen. Das Wetter ist eher suboptimal, es ist sehr kalt, es regnet, aber wir werden es wohl überleben. Ja, ihr seht, wir sind authentisch angezogen, das soll halt alles hier wirken, wie auch in echt. Und wir sind gespannt. So Leute, Station 1 wird gleich eine Demo sein, die wir laufen. Wir werden begleitet werden. Die Polizisten stehen schon bereit. Und wird wohl auch laut. Bin gespannt. Geht los. Die Polizei wendet sich erneut mit einer Information an alle Personen, die hier vor dem Lautsprecherwagen in der Bahnhofstraße oder an der Bahnhofstraße stehen. Wenn Sie beabsichtigen, an der Versammlung teilzunehmen, dann für Sie die Info, die Polizei wird Sie gemeinsam zum Antreteplatz begleiten. Folgen Sie bitte den Anweisungen der Polizeibeamten vor. Vielen Dank für Ihr Verständnis. So, ich werde euch heute mal ein bisschen aus dem Off begleiten. Und zwar startet jetzt die Demonstration. Ihr seht, wir gehen los. Hier seht ihr, dass auch schon die ersten Gegenstände fliegen, unter anderem Feuerwerkskörper und Steine. Noch ist die Lage relativ entspannt. Ihr seht, die Polizisten haben keinen Helm auf. Das wird sich gleich ändern. Ja, hier seht ihr, die Helme werden aufgesetzt. Es fliegen Flaschen und Steine. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Deswegen wird es gleich auch zur ersten Festnahme kommen. Hier mussten wir jetzt aus polizeitaktischen Gründen pixeln, weil es natürlich Maßnahmen gibt, die so nicht unbedingt nach außen getragen werden sollen. Hier seht ihr jetzt eine Sitzblockade von den sogenannten Gegendemonstranten. Die wollen den Demonstrationszug aufhalten und das ist in Deutschland nicht okay. Die Polizei muss also die Versammlung, in dem Fall uns, schützen nach Artikel 8 und wird jetzt hier die Sitzblockade auflösen, nachdem schon einige Lautsprecheransagen erfolgt sind. Und hier geht es direkt weiter. Hier wird Pyro gezündet und geworfen, auch in Richtung Beamten. Das ist weiterhin nicht in Ordnung und wird konsequent unterbunden werden. Hier kommt es jetzt wieder zu Störungen aus unserer Demonstrationsgruppe und auch das muss wieder unterbunden werden. Hier seht ihr erste Festnahmen, das macht übrigens meistens die BFE, die sogenannte Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit aus den verschiedenen Einsatzkommandos. Ja, und auch hier muss mal wieder pixeln, es tut mir leid, aber ihr könnt bestimmt verstehen, dass wir euch nicht alles zeigen können. Wie ihr seht, uns geht's gut, wir sind heile und ganz und das war auch oberstes Ziel, dass dabei alle unverletzt bleiben. Was wir vielleicht noch sagen müssen, ist, dass wir euch natürlich nicht alles zeigen können, weil viele Sachen auch einfach einsatztaktisch sind und nicht unbedingt nach außen gelangen sollen. Ja, aber hat Spaß gemacht. Ja, wir haben auch die Pyrotechnik nicht selbst gezündet, das waren Leute, die selbst aus der Hundertschaft kommen, weil die natürlich das echt so ein bisschen besser vertragen wurden, weil die Leute rausgezogen wurden. Genau, das waren dann die wahrhaftigen Störer und wir waren einfach bloß Beiwerk. Wir hoffen, ihr habt ein paar Einblicke und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.